Ja, hallo, mein Name ist Markus Wagner. Ich bin Gründer von Stress Butler und Initiator von Lifetime und ich sitze hier mit Tim Vogt. Lieber Tim, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich freue mich wirklich. Danke ebenfalls für die Möglichkeit. Was machst du als Coach Consultant? Also Coaching kommt eigentlich ursprünglich aus der Therapie, wo man mal erstmal nur Fragen stellt. So, das hat man lang gemacht und irgendwann kam dann einfach auch mal der ein oder andere Impuls dazu, der auch erlaubt ist. Also nicht mehr nur Fragen stellen, sich zurücklehnen und gucken, dass mein Gegenüber, mein Kunde selbst drauf kommt, sondern am Ende Coach Halting heißt so ein bisschen eine Geschwindigkeit aufnehmen und den anderen zum Glück zwingen, weil man sagt, wir müssen jetzt nicht 3 Monate zusammenarbeiten, bis wir zu einer Erkenntnis kommen, sondern wir können einfach im Ping-Pong, im Sparring, weil das ist oftmals die Mischung Coaching und Sparring, Fragen stellen und Impulse setzen, um dann einfach schnell zu einem Ergebnis zu kommen, was auch zu dem anderen passt. Okay, klasse. Viele unserer Zuschauer sind ja selber Unternehmer. Ja, und was sie beschäftigt, ist gerade der Punkt Zielerreichung. Wie kann ich relativ schnell auch und effizient meine Ziele erreichen? Nach vorne zu kommen, ist natürlich immer sehr unterschiedlich, je nach Zielstellung. Jetzt bist du ja bekannt für die sogenannte Timpulse. Ja? Du hast es vorhin schon angesprochen. Und hast du für uns vielleicht einen konkreten Timpuls, wie man denn als Unternehmer da an der Stellschraube, sag ich mal, drehen kann, um einfach nicht rund um die Uhr sich mit seinem Unternehmen beschäftigen zu müssen, sondern trotzdem schnell voranzukommen? Also ein Ding, wofür ich nenne es Professional Opfership, viele immer kämpfen in ihrem Hamsterrad. Sie sind Opfer und kämpfen dafür, weil sie halt allen anderen der Situation, dem Kunden, der Zukunft, der Digitalisierung die Schuld geben und damit halt auch die Fernbedienung geben. Gebe ich denen die Fernbedienung zurück, weil ich sage, ihr könnt nicht den Vorwand Zeit nennen, um keine Dinge umsetzen und verändern zu können. Ganz am Anfang, vor einigen Jahren in der IT-Branche, gab es auch Leute, die gesagt haben, ja, jetzt kommt da wieder so ein Trainer, ein Coach, wie auch immer, und das mag ganz toll sein, was wir mit dem erarbeiten, aber es verpufft. Und da ist dann eine Geschichte entstanden. Da habe ich zwei gleich aussehende Menschen auf eine Parkbank gesetzt und habe das Ganze Ichhaltigkeit genannt. Ichhaltigkeit, warum? Weil ein Coach kann noch so gut oder schlecht sein, wenn ich danach nicht Termine mit mir selber im Kalender habe und an diesen Sachen arbeite, also sogenannte Am-Zeit-Unternehmen, am Unternehmen Arbeitenzeit. Wenn ich die nicht habe, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass sich das Im, also die Effizienz und die Effektivität verändert. Das heißt, wir müssen einfach erkennen, dass wir aus dem Hamsterrad raustreten und wirklich Zeit mit uns verbringen, um darüber nachzudenken, wie wir die Prozesse und die Dinge in Frage stellen und optimieren können. Aber diese Am-Zeit, da muss ich manchmal hart kämpfen, um meinem Kunden wirklich zu sagen, du musst Zeit haben, um am Unternehmen weiterzuarbeiten. Und zwar regelmäßig, im besten Fall ein-, zweimal die Woche, um in Frage zu stellen, wie du unterwegs bist, was die Prozesse sind, etc. pp. Genau. Hast du ganz konkrete, weiß ich, Systeme oder Methoden etabliert, um dir dann immer wieder diesen Freiraum auch zu schaffen? Also du hast jetzt gesagt, ja, ich plane beispielsweise Pausen ein und ich bringe vielleicht dann auch die Kunden mal zu mir, damit ich da eben mehr Möglichkeiten habe. Aber hast du da konkrete Systeme, Methoden, wo du sagst, naja, mit denen, also das mache ich ganz bewusst, um dann eben wirklich mir diese Zeitlücken zu verschaffen? Also es gibt zwei hauptsächliche Dinge, wo ich wirklich sage, es gibt pro Woche einen ganz, ganz klaren Block an Zeit, den ich nicht arbeite und baue dann die restliche Arbeitszeit so auf, dass ich am Ende genau mit dieser Zeit auch meine Wunschziele monetär etc. erreichen kann. Das heißt also, in meinem Zeitplan sind ganz klare Blocker drin, wann ich nicht arbeite. Also es ist fast wichtiger, als zu sagen, wann ich arbeite. Und das Schöne ist, dass ich mich als Familienvater mit der Verantwortung, natürlich mit meiner Frau zusammen für 2 Kinder, einfach auch sofort die Hand strecke, wenn es darum geht, meine Kinder abholen zu dürfen. So, dann freue ich mich darüber, weil dann ist Feierabend, weil mit 2 Mentoren und Coaches in der Familie, die mich jeden Tag auch wieder an meine Grenzen bringen, da gibt es nicht parallel noch mal eben kurz eine Telco oder sowas. Also das ist Gott sei Dank so, dass ich mich da auch über meine Kinder zum Glück zwinge und dann sage, ich möchte die gerne so 2-, 3-mal in der Woche abholen, außer du bist natürlich auf einer längeren Geschäftsreise, was auch schon mal vorkommt. Aber die gute Mischung macht's. Es kommt auch schon mal vor, dass 1, 1,5 Monate Hamsterrad sind.
Dann habe ich das aber bewusst verursacht. Dann bin ich bewusst Opfer. Ja. Das passiert bei mir nicht mehr unterbewusst oder unbewusst, sodass ich dann da reinlaufe und plötzlich wach werde und sage, Mist, das wolltest du nicht, sondern dann habe ich das committed. Mhm. Und das ist auch das, was ich von meinen Kunden fordere. Wenn sie das machen in Zukunft, dann macht bewusst Hamsterrad, also geht bewusst da rein, ja, oder gestaltet es anders. Aber wichtig ist einfach, Blocker zu haben und Nein sagen zu können. Das ist halt ein Thema, was viele nicht können. Nein sagen zu können und zu sagen, hier mache ich mal nichts oder hier mache ich das und das nicht. Themen rausnehmen, weniger machen, effizienter, effektiver werden. Das ist eigentlich das Ding. Und dann kann ich allein die Dinge auf den Punkt zu bringen über alle Kanäle, Telefonat, Mail und so weiter, da ist unfassbar viel Entwicklungspotenzial, wenn man mal von dieser von dem Anerkennungswahnsinn loslassen kann, weil der hindert uns daran. Ja, absolut. Jetzt auch in den oberen Etagen tatsächlich. Wirklich klasse, hat mich gefreut und ja, danke nochmal für dich, für deine Zeit, die du investiert hast. Danke auch von meiner Seite für die Möglichkeit, finde ich super und hat Spaß gemacht. Danke dir. Klasse. Ja, vielen Dank, dass ihr das Interview angeschaut habt. Wenn es gefallen hat, dann einfach unter dem Video das liken oder gerne auch teilen. Würden wir uns freuen. Vielen Dank, herzliche Grüße. Das war Tim Vogt und Markus Wagner. Danke.